Vielen Dank, Herr Heuser, für die freundliche Begrüßung. Selbstverständlich sitzen alle heute wichtigen Menschen hier in Mannheim und nicht in Davos. Ja, jetzt beklatschen Sie sich selber. Ich bedanke mich sehr für die Einladung und ich bin offenbar so etwas wie die Aufwärmband für diese zwei Tage, die Sie hier zusammenkommen. Nun hat der Veranstalter mich gebeten, in ungefähr 30 bis 180 Minuten die Welt und Deutschland zu erklären. Das wird etwas schwierig sein. Das Thema, das verabredet worden ist, lautet die Chancen Deutschlands in einer globalisierten Welt. Aber erwarten Sie bitte nicht von mir einen gestanzten und womöglich abgelesenen Vortrag. Ich werde Ihnen in 30 Minuten nicht all die Aspekte darstellen, die Sie vielleicht interessieren, sondern mich auf einige Punkte konzentrieren. Ich werde versuchen, mich an die verabredeten 30 Minuten zu halten. Eingedenk einer Anekdote, die ich schon manchmal erzählt habe, dass Politiker in einer besonderen Affinität zum Mikrofon sich nie an die verabredete Redezeit halten. Es gibt Politiker, die haben nicht die 30 Minuten geredet, sondern 40, 50, 60 Minuten, bis sie endlich die Verfärbung in den Gesichtern des Publikums gesehen haben. Es gibt einen Politiker, der sich dann entschuldigt hat, er habe zu Hause seine Uhr vergessen und handelte sich aus dem Publikum den Zuruf ein, aber hinter ihnen hängt ein Kalender. Wenn also jemand von Ihnen die Courage hat, nach 10 Minuten bereits Kalender zu rufen, dann kommen Sie schneller zum nächsten Kaffee, als Sie bisher gedacht haben. Deutschland ist in der Tat durch diese Krise, die verschiedene Aggregatzustände ja seit ihrem Ausbruch in einem Subprime-Market erfahren hat, glimpflicher durchgekommen, bisher jedenfalls, als wir uns vorgestellt haben. Das mag daran liegen, dass in der Tat in Deutschland mit dem Beginn des ersten Jahrzehnts im 21. Jahrhundert doch eine Reihe von Reformen geglückt sind, dass der deutsche Mittelstand in der Tat eine sehr wichtige Rolle spielt in unserer Wirtschaftsstruktur, zunehmend auch auf Auslandsmärkte gegangen ist und dieses wichtige Segment in unserer Wirtschaft uns wohltuend unterscheidet von der Wirtschaftsstruktur in anderen Ländern, dass viele große Unternehmen durchaus auch ihre Bilanzen restrukturiert haben, einige von ihnen auch die Eigenkapitalbasis verbessert haben, nicht alle. Vor allen Dingen nicht alle im deutschen Bankensektor. Es hat damit zu tun, dass erkennbar Managementfähigkeiten auch zugenommen haben, dass insbesondere die Tarifvertragsparteien sehr moderate Lohnabschlüsse abgeschlossen haben, dass es sehr staatstragende Gewerkschaften und eine sehr verantwortungsbewusste Workforce gegeben hat. Jedenfalls mit dem Ergebnis, dass die Lohnstückkosten in Deutschland erkennbar sehr viel niedriger ausgefallen sind als in fast allen anderen europäischen Ländern. Und dass die Exportaktivitäten nach wie vor auch sehr stark technologiebasiert Deutschland nach wie vor in der Champions League halten, zunehmend auf einem Vize-Weltmeisterposten, nachdem China uns überholt hat. All dies ist richtig. Ich füge hinzu, vielleicht zu Ihrer Überraschung, so viele Fehler, wie Sie der Politik immer unterstellen, hat sie auch nicht gemacht. Ich habe eine ziemlich konkrete Vorstellung, wie Sie über die Politik reden, wenn ich nicht da bin. Aber die an weiten Teilen berechtigte Kritik sollte jedenfalls dort Stopp machen oder sich erinnern, in dem nicht sehr ausgeprägten Kurzzeitgedächtnis, dass es mit der Agenda 2010, dass es mit der Stabilisierung des Bankensektors in Koordination mit dem, was in anderen Ländern gemacht worden ist, in Koordination mit dem Zentralbanksystem und auch mit bemerkenswerten Konjunkturprogrammen gelungen ist, jedenfalls der krisenhaften Zuspitzung etwas entgegenzusetzen, was den Absturz nicht ganz so dramatisch gemacht hat und offenbar relativ schnell in einen Aufholungsprozess oder Wiederaufstiegsprozess überführt hat. Das alles ist richtig. Deshalb freue ich mich über die sehr günstigen Zahlen, die ganzen ökonomischen Ziffern bis auf den Arbeitsmarkt, das Wirtschaftswachstum etc. und bin auch gar nicht in der Rolle in der jetzigen Bundesregierung viel herumzukritisieren, damit ich nicht in die Position einer Kassandra komme, aber ich warne auch vor Zweckoptimismus. Denn es gibt eine Reihe von Begleitumständen, die jedenfalls auch skeptisch oder zurückhaltend stimmen sollten. Deutschland wird seine Position nur halten können in der Champions League in und mit Europa. Und das vor dem Hintergrund dramatischer Veränderungen, wie ich glaube, im weltweiten Koordinatensystem. Das ist der erste Aspekt, den ich beleuchten will, auch vor dem Hintergrund, dass der Veranstalter mich gebeten hat, etwas zu sagen von einer Entwicklung, die es gegeben hat aus der G7-G8-Konfiguration hinein in eine G20-Konfiguration. Es ist kein Wunder gewesen, dass
im November 2008 das erste Mal die 20 wichtigsten und größten Länder der Welt, sehr viele Emerging Countries auch dabei zusammengekommen sind, um sich über die zukünftige Finanzarchitektur dieser Welt mitten in dieser Krise, wenige Wochen nach Lehman, wenige Wochen nach der Zuspitzung auch bei AIG getroffen haben. Die Welt wird dieses Muster des G20-Kreises nie wieder verlassen. Nie wieder. Nie wieder wird es einem exklusiven europäischen Club plus Nordamerikanern, will sagen den USA und Kanada und Japan dazu, gelingen, die Dominanz, eine Art Suprematie wiederzugewinnen über die entscheidende Agenda weltweit interessierender Themen. Weder bezogen auf die Finanzmarktarchitektur, noch bezogen auf Klima- und Umweltschutzmaßnahmen oder Umweltpolitik, noch bezogen auf Rohstoff, Nahrungsmittelversorgung, noch bezogen auf Abrüstung oder Terrorismus. Die europäisch-atlantische Suprematie weicht zunehmend einem anderen Koordinatenmuster. Und das, was wir erleben, ist wahrscheinlich, dass nach 1492, der Entdeckung Amerikas, sich in der Tat der europäisch-atlantische Fokus deutlich verlagert auf einen asiatisch-pazifischen Fokus und Europa bisher in seiner Aufstellung dazu noch nicht die richtigen Antworten gefunden hat. Anders ausgedrückt, Europa ist nicht in Bestform. Ich komme gleich auf das, was als Eurokrise in meinen Augen fälschlicherweise bezeichnet wird, zurück. Aber wir werden uns darauf einstellen, dass in entscheidenden Fragestellungen der Aufstieg von Schwellenländern, wie wir sie noch nennen, schneller ablaufen wird, als wir uns das vorstellen, dass das wachsende Selbstbewusstsein aufgrund einer gestärkten ökonomischen Basis sich zunehmend auch in einem politischen Selbstbewusstsein widerspiegelt und dieses politische Selbstbewusstsein sich widerspiegeln wird in internationalen und supranationalen Einrichtungen, wo Mehrheitsverhältnisse, Abstimmungsverhältnisse zunehmend geändert werden, und zwar aus der Interessenlage asiatischer Länder, lateinamerikanischer Länder und zunehmend, wie ich glaube, eines Tages auch afrikanischer Länder. Darauf sollten wir uns einstellen. Von einer entscheidenden Rolle ist dabei natürlich das Verhältnis der USA zu China, das nach wie vor geprägt ist durch ein erhebliches Ungleichgewicht, das einen Teil meiner Skepsis mit begründet. Ich weiß nicht, ob Sie den englischen Wirtschaftshistoriker Niall Ferguson kennen, der ein Kunstgebilde geschaffen hat, das heißt Chimerika. Und Sie gucken von Süden nach Chimerika und stellen fest, dass ein aus der südlichen Richtung gesehen ein östlicher Teil von Chimerika eine enorme Staatsverschuldung hat, 14 Billionen US-Dollar in deutschen Zahlensystemen, eine erhebliche private Schuld, teilweise konsumiert hat unter Schuldenaufnahme mit einer negativen Sparquote von minus 0,5%, minus 1%, erhebliche Leistungsbilanzdefizite hat und jemanden sucht oder jemanden dringend braucht, der mit seinen Kapitalexporten diese enormen Defizite abdeckt. Und Sie haben im Westen von Chimerika ein Land, das in der Tat mit einer unterbewerteten Währung, billigen Produktionsmöglichkeiten, die Konsumjecken, die es im östlichen Teil gibt, in der Tat mit Gütern versorgt, zunehmend allerdings auch im Höhertechnologiebereich, darüber viel Geld verdient, dieses Geld reinvestiert im Dollarbereich, diese Defizite abdeckt, aber darüber hinaus auch erhebliche Währungsreserven ansammelt. Das ist China. Das heißt, wir haben plötzlich eine symbiotische Beziehung zwischen dem Turbokapitalisten des 21. Jahrhunderts und einem staatskapitalistischen System mit einem kommunistischen Überbau. China. Beide sind aufeinander angewiesen. Die einen, weil ihr sehr stark exportgetriebenes Wachstumsmodell, das sie dringend brauchen, um innere Disparitäten zu überdecken oder jedenfalls ruhigzustellen, darauf angewiesen ist, dass andere Länder, insbesondere der andere große Partner, das abnimmt, was produziert wird. Und indem die USA zwingend darauf angewiesen sind, dass jemand, der reiche Onkel, nicht aus dem Westen, oder in diesem Fall doch, aus der amerikanischen Sicht vielleicht gesehen, dem Westen da ist, der die eigenen Defizite abdeckt. Das allerdings bedeutet, dass es anhaltende Ungleichgewichte gibt. Denn ich kann nicht sehen am kurzen Ende, dass die Chinesen ihre Währung freigeben, auch nur in Schritten freigeben für eine größere Schwankungsbandbreite, geschweige denn eine vollständige Konvertibilität herstellen. Und ich kann nicht erkennen, dass es in den USA bereits die mentalen Veränderungen gibt, gegebenenfalls das eigene Modell des American Way of Life dahingehend zu korrigieren, dass die Staatsdefizite reduziert werden oder mindestens die Neuverschuldung auf Null geschraubt wird, dass der private Konsum zurückgeht, dass die Sparquote hochgeht und dass die Leistungsbilanzdefizite abgebaut werden. Insofern wird uns dieses
Ungleichgewicht, wie ich glaube, in den nächsten Jahren weiter begleiten. Europa, habe ich gesagt, spielt nicht in Bestform. Erkennbar ist jedenfalls aus der Sicht um uns herum noch nicht mal erkennbar, welche Telefonnummer hat eigentlich Europa. Wenn der amerikanische Präsident jemanden in Europa oder für Europa mit Satisfaktionsfähigkeit erreichen will, wer ist das eigentlich? Sie haben einen ständigen Ratspräsident jetzt, den kaum einer kennt. Sie haben einen turnusgemäßen Ratspräsidenten, der wechselt jedes halbe Jahr. Sie haben eine hohe Beauftragte für die Außen- und Sicherheitspolitik, die sich aber nicht europäische Außen- und Sicherheitsministerin nennen darf. Die kennt auch kein Mensch. Sie haben einen Präsidenten des Europäischen Parlaments, den kennt auch keiner. Sie haben einen Sprecher der Eurozone, den kennen viele, auch unter dem Namen Mr. Europe, das ist Jean-Claude Juncker. Und Sie haben einen Kommissionspräsidenten, den kennen auch viele, das ist Barroso. Aber in diesen 6 Personen, die ich da genannt habe, ist eigentlich ziemlich unklar, wer spricht für Europa. Und nun stellen wir fest, dass Europa auch vor dem Hintergrund der Einführung der Währungsunion in erhebliche Schwierigkeiten gekommen ist. Ich deute da an, dass ich den Begriff der Eurokrise für falsch halte. Daran halte ich fest. Der Euro ist nicht in einer Krise. Das Vertrauen in das Zahlungsmittel Euro ist in allen Ländern, die der Eurozone angehören, überhaupt nicht erschüttert. Der Außenwert des Euro ist in meinen Augen positiv zu beurteilen. In einer Kursentwicklung schwankt um 1,30 gegenüber dem Dollar. Wir waren auch schon mal runter auf 0,85 oder 0,89. Die sehr viel richtigere Analyse lautet, es gibt eine Reihe von Ländern in Europa, die Refinanzierungsprobleme haben auf den Kapitalmärkten. Das ist die richtige Ansage, weil daraus auch eine ganz andere politische Navigation resultiert. Diese Refinanzierungsprobleme einzelner europäischer Staaten ist sehr unterschiedlich begründet von Fall zu Fall. Im Fall von Griechenland ist es die Kombination einer exzessiven Staatsverschuldung und einer deutlich abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit. Die Staatsverschuldung Griechenlands wird übrigens in der überschaubaren Zeit der nächsten 2 Jahre auf ungefähr 150-160% des griechischen Bruttosozialprodukts hochgehen. Das heißt, selbst wenn die einen ehrgeizigen Konsolidierungskurs fahren und Respekt gegenüber dieser Regierung, die das versucht, einem Konsolidierungsprogramm, der sogar in die Nähe eines Austerity-Programms kommt, mit kontraproduktiven Effekten bezogen auf die ökonomischen Kategorien, Wachstum, Steuereinnahmen, Beschäftigung, selbst dann wird der Kapitaldienst der Griechen immer weiter hochgehen und wie eine Garrotte um den Hals dieses Landes gelegt werden. Und es ist nicht erkennbar, dass jedenfalls am kurzen Ende die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes auch mit europäischer Unterstützung so verbessert werden kann, dass jedenfalls die erkennbaren Leistungsbilanzdefizite abgebaut werden. Im Fall von Irland ist das keine Verschuldenskrise, sondern von Irland ist es eine Bankenkrise. Eine Bankenkrise, wo die irische Regierung schon vor einiger Zeit eine Art Patronatserklärung für irische Banken abgegeben hat, gegebenenfalls sie buchstäblich über Wasser zu halten. Eine völlig andere Begründung der Situation Irlands. Vor dem Hintergrund eines aufgeblähten Bankensektors, der, halten sich fest, in der Gesamtsumme seiner Bilanzen ungefähr das 8-fache übertrifft wie die irische gesamte Jahreswirtschaftsleistung. Das ist die Dimension in Irland. Sehr stark getrieben durch Immobilienfinanzierung und sehr stark getrieben auch durch Arbitragevorteile, die die irische Politik sehr gezielt betrieben hat, um nicht zuletzt auch deutsche Investoren und deutsche Unternehmen nach Irland zu locken. Im Fall von Spanien, das hoffentlich nicht durchschlägt auf die europäische Situation, haben wir es mit einer sehr einseitig entwickelten Wirtschaftsstruktur zu tun, weil vor dem Hintergrund eines enormen Immobilienbooms diese Wirtschaft sehr stark auf das gerichtet wurde, was diesen Immobilienboom bedient, an unterschiedlichen wirtschaftlichen Beiträgen und vor allen Dingen auch mit Blick auf ein entsprechendes Engagement des spanischen Bankenwesens, insbesondere der Caixas, wo ich den Eindruck habe, dass ungefähr 300 Milliarden auf den Bilanzen dieser spanischen Banken liegen, von denen ein Teil jedenfalls nicht mehr so solide sein könnte vor dem Hintergrund des Zusammenbruches dieses spanischen Immobilienbooms. Sie sehen also, dass die Situation in Europa keineswegs so einheitlich gefasst werden kann, nur unter dem Begriff einer Eurokrise, sondern dass die Ursachen, die dahinterstehen, alle einmünden, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zwar, Klammer auf, noch nicht, Klammer zu, insolvent sind, aber erkennbar auf den Kapitalmärkten erhebliche Schwierigkeiten haben, sich zu refinanzieren und wenn, nur mit sehr starken Risikoprämien, die
im Fall von Griechenland bei 5-jährigen Anleihen oder noch kürzeren Fristigkeiten, die damit verbunden sind, spielend zu Renditen von 8, 9 oder sogar 10% führen können. Die Antwort will ich in einem Exkurs hinzufügen, lautet nicht, eine Renationalisierung der Währung in Europa wieder zu betreiben, das heißt, den Euro aufzulösen. Auch nicht mit Blick auf dieses Buch, das Sie nicht kaufen sollten, in Euro Nord und Euro Süd. Kaufen Sie meins. Denn unabhängig davon, was der frühere BDI-Präsident dort sagt, ob ich das bezogen auf einen Euro Nord oder einen Euro Süd beziehe oder in der Tat auf die Wiedereinführung von nationalen Währungen, Drachme, Lire, Cruzeiro, Gulden, was immer Sie wollen, was würde in Europa passieren? Sie würden einen enormen Aufwertungseffekt haben der stärkeren Währung, insbesondere der D-Mark, was das ebenfalls sehr exportgetriebene deutsche Wachstumsmodell schon in Turbulenzen bringen könnte, während andere Währungen bis zum Mittelpunkt der Erde abgewertet werden würden, mit dem Effekt, dass ihre Verschuldung in Dollar und in Euro natürlich noch sehr viel stärker wie ein Stein an ihren Füßen hängt, mit dem Ergebnis, dass die Importpreise insbesondere für Rohstoffe, insbesondere auch für ihre Energieversorgung hochgeht und wie ich befürchten würde und für wahrscheinlich halte, dass diese ökonomische Entwicklung spielend in politische Instabilitäten und auch in soziale Unruhen übertragen werden könnte. Einen Vorgeschmack haben Sie jedenfalls teilweise schon auf Fernsehschirmen erlebt, wo es um die Situation in Griechenland ging. Und wenn irgendjemand in Deutschland glaubt, in der zentraleuropäischen Geografie, in der wir sitzen, dass solche aufflammenden Auseinandersetzungen, politischen Destabilisierungen auf uns nicht zurückwirken würde, den halte ich für ziemlich naiv. Das zweite Argument ist, dass es kaum eine Wirtschaft in Europa, jedenfalls soweit man noch von einer Nationalökonomie redet, so stark profitiert von dem Euro wie die deutsche, wie ich schon sagte, sehr exportgetriebene Wirtschaft. Nicht zuletzt werden wir inzwischen die Chinesen Europas genannt. Unsere Leistungsbilanzüberschüsse vor dem Hintergrund einer gestiegenen Wettbewerbsfähigkeit spiegeln sich wieder in den Leistungsbilanzdefiziten der anderen Mitgliedstaaten der EU und auch der Eurozone. Aber diese deutsche Wirtschaft spart wahrscheinlich pro Jahr 15, wie ich glaube, eher 20 Milliarden Euro. Dadurch, dass sie keine Transformationskosten mehr aufzuwenden hat durch den Wechsel von einer Währung in die andere. Keine Wechselkursrisiken mehr, Preistransparenz und das vor dem Hintergrund, dass diese deutsche Volkswirtschaft ungefähr 50, vielleicht über 50% ihrer Exporte nach wie vor nach Europa bringt und davon den größten Teil in die Eurozone. Das sind allein die ökonomischen Gründe, die ich Ihnen vorhalten möchte, sehr vorsichtig zu sein, billigend in Kauf zu nehmen, eine Krise in Europa, die zu einem Zerfall oder jedenfalls zu einer Beschädigung der Währungsunion führen könnte. Von den politischen Risiken will ich aus Zeitgründen gar nicht lange reden, sondern ich komme zu dem Ergebnis, dass die europäische Integration um 10 bis 15 Jahre zurückgeworfen werden würde, wenn wir es mit einer solchen Renationalisierung der Währungssysteme und des Währungssystems zu tun hätten. Und das zu einem Zeitpunkt, den ich versucht habe, zu Beginn meiner Ausführung zu beschreiben, wo diese Welt sich deutlich verändert und eventuell Europa aus dem dynamischen Zentrum der globalen Entwicklung ohnehin an die Peripherie gerät, vor dem Hintergrund des starken Auftritts von Emerging Countries, und zwar nicht allein nur China, auf das wir so ein bisschen fixiert sind oder hypnotisiert sind, wie das Kaninchen nicht auf die Schlange, sondern auf den Drachen. Also das gilt ebenso für Indien, Indonesien, Vietnam, Mexiko, Brasilien und einige sagen, einen ähnlich starken Auftritt in der Perspektive der nächsten 2 Jahrzehnte, auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft mit Blick auf die Türkei voraus. Und in einer solchen Phase einer sich weltweit verändernden Tektonik mit entsprechender auch politischen Gewichtsverlagerung soll Europa sich weiter selbst beschädigen? Den Appell an manches Ressentiment in Deutschland, natürlich nicht hier in diesem Saal, aber anderswo, dass Deutschland doch in dieser unsäglichen Rolle als Zahlmeister ist, den halte ich für gefährlich. Gefährlich nationalchauvinistisch. Im Augenblick überweist Deutschland netto ungefähr 8 Milliarden Euro nach Brüssel. 8 Milliarden. Damit sind wir in absoluten Zahlen der größte Nettozahler. In relativen Zahlen, also pro Kopf der Bevölkerung, sind es die Niederlande. 8 Milliarden. Bei einem Bruttosozialprodukt von 2.500 Milliarden. Ist uns Europa nicht 8 Milliarden wert? Vor dem Hintergrund auch der historischen Erfahrung des 19. und 20. Jahrhunderts?
Ich bin die erste Generation, um an dieser Stelle fast etwas pathetisch zu werden, die nach meinem Urgroßvater, nach meinem Großvater, nach meinem Vater nicht in europäischen Kriegen verheizt worden ist. Ich kenne noch Zolduan, die Generation meiner Kinder nicht. Die sind längst auf andere europäische Schulen, Universitäten gegangen, Freizügigkeit. All dies ist ein Gewinn dieser europäischen Integration seit den ersten europäischen Verträgen zu Beginn der 50er Jahre, dann einmünden in die römischen Verträge von 1957. Und da spielen wir mit dem Feuer, so ein bisschen wie der Knallgasversuch im Chemieunterricht. Und wenn der schief geht, sagen wir, schade. Ich warne davor. Europa ist nicht das Problem, Europa ist die Lösung. Und Deutschland, um auf den Aspekt dieses Vortrages zurückzukommen, Deutschlands Chancen in der Welt als ein Halbweltergewicht, um weiterhin in der Champions League mitzuspielen, gelingt nur in und mit Europa und garantiert nicht in einer singulären Position vor dem Hintergrund eines starken Gefälles innerhalb Europas. Ein zweiter Aspekt, den ich aufgreifen will, ist in der Tat derjenige der Demografie, und zwar nicht nur im Verhältnis der klassischen G7-Staaten gegenüber den anderen Entwicklungen der Welt. Es ist offensichtlich, dass, wenn Sie so wollen, die Bevölkerung in dem, was man als den westlichen Kulturkreis bezeichnen kann, deutlich abnehmen wird gegenüber der Bevölkerung in dem, was man als Emerging oder Developing Countries bezeichnen kann. Dieser Bevölkerungsschub wird übrigens das unterstützen, was ich dort gerade beschrieben habe, mit Blick auf die Gewichtsverlagerung. Insbesondere mit Blick nicht nur auf die Anzahl der jeweiligen Bevölkerung, sondern auch mit Blick auf die Altersstruktur. Und was die Altersstruktur in Deutschland betrifft, stellt sich die zentrale Frage, wie ist es um die Produktivität, die Neugier, die Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft bestellt, die immer älter wird, wenn es eines Tages alles nur Leute sind meiner Alterskohorte. Wie entwickelt sich dann die Produktivität, die Kreativität einer Gesellschaft, wenn der Anteil der über 60-Jährigen deutlich höher ist als der Anteil der 18- bis 30-Jährigen? Diese Frage ist bisher jedenfalls gesellschaftspolitisch in Deutschland zu wenig aufgegriffen. Und sie ist auch in einem Spannungsbogen zu wenig aufgegriffen, den ich beschreiben möchte in den beiden Polen von Gegenwartsinteressen und Zukunftsinteressen. Eine alternde Gesellschaft, in der der Anteil meiner Generation immer weiter zunimmt, sitzt auf ihren Gegenwartsinteressen und verteidigt diese Gegenwartsinteressen. Insbesondere auch mit Blick auf die Altersversorgungssysteme. Während der Anteil derjenigen, die wie meine Kinder und eines Tages hoffentlich meine Enkelkinder Zukunftsinteressen haben, erstens immer weniger wird und immer stärker überlagert wird, auch durch die organisierten Lobbys meiner Alterskohorte. Aber wenn eine Gesellschaft zunehmend ihre Gegenwartsinteressen bedient und außer Acht lässt, wie ihre Zukunftsinteressen bedient werden, dann stellt sich die Frage, wie diese Gesellschaft und die damit verbundene Ökonomie dann sich in 10 oder 15 oder 20 Jahren darstellt. Richtig ist mit Blick auf einen Teil ihrer Aktivitäten, die durchaus mit Altersversorgung zu tun haben, dass alleine in Deutschland die gesetzliche Altersversorgung für ein auskömmliches Alter nicht mehr reichen wird. Definitiv nicht. Das muss den Menschen erklärt werden. Zu einem Zeitpunkt, als die dynamische Rente in Deutschland eingeführt wurde, 1957, also die Rente gekoppelt wurde an das Auf und Ab der Lohn- und Gehaltsentwicklung, gab es 9 Frauen und Männer, die gearbeitet haben und mit ihren Arbeitgebern Sozialversicherungsbeiträge geleistet haben. Und von denen hat profitiert ein Leistungsempfänger. 9 haben malocht, gezahlt mit ihren Arbeitgebern, und einer hat in den damaligen 3 Systemen des sozialen Sicherungssystems davon profitiert. Dieses Verhältnis von 9:1 ist runtergegangen auf 3:1. Und es ist absehbar, dass es demnächst in 10 Jahren 2,8, 2,7:1 ist. Das heißt, die Finanzierungsgrundlagen dieses Sozialstaates in seinen inzwischen 4 Säulen, Sie wissen, die Pflegeversicherung ist dazugekommen, wird einfach mathematisch in Frage gestellt, unabhängig davon, was Parteitage, Gewerkschaftskongresse, Verbandstagungen Ihnen dazu erzählen. Es gibt eine politische Arithmetik in dieser Fragestellung, und die ist nicht zu überlisten. Ich habe an einer Stelle den Satz geprägt: Noch nie ist es einer Rentnergeneration insgesamt in Deutschland so gut gegangen wie heute. Sie glauben gar nicht, welche Empörung darauf auf mich einprasselte. Und der Satz ist statistisch gesehen vollkommen richtig.
Eine Boulevardzeitung in Berlin mit 2 Buchstaben, nicht mit 4 Buchstaben, machte dann in 4 Zentimeter großen Lettern auf an einem Samstag: Steinbrück beleidigt die Rentner. So führen wir in Deutschland zwischen Medien und Politik eine notwendige Debatte über die demografische Entwicklung. Denn was ich gesagt habe, ist leicht zu belegen. Das Problem ist nicht die jetzige Rentnergeneration. Der geht es noch einmal insgesamt, Klammer auf, ich weiß, dass einige, insbesondere Rentnerinnen von der Grundsicherung im Alter leben, Klammer zu, ist unabweisbar richtig. Und der zusätzliche Satz, den ich auch noch hätte prägen können, aber der dann endgültig die Empörung fast auf den Kulminationspunkt geschoben hätte, wäre: Es ist fraglich, ob es zukünftigen Rentnergenerationen noch einmal so gut gehen wird wie der heutigen. Ich will den Bogen schließen zu dem, was ich sagte, mit Blick auf die gesetzliche Altersversorgung. Die Antwort liegt, dass zunehmend dieses Altersversorgungssystem auf mindestens 4 Säulen liegen muss. Immer noch auf einer gesetzlichen Altersversorgung, organisiert über die entsprechenden Rentenversicherungsbeiträge. Zweitens in der Tat über betriebliche Altersversorgungssysteme. Drittens über private, kapitalgedeckte Systeme, die staatlich auch unterstützt werden können. Und ich freue mich, dass Sie morgen einen der großen Urheber eines solchen Systems zum Vortrag haben, nämlich Herrn Riester, inzwischen 11 Millionen Riester-Verträge in Deutschland. Und das vierte ist nach Möglichkeit, wenn immer es geht, Eigentumserwerbung, um ein mietfreies Wohnen im Alter zu haben, was nicht alle erreichen werden, insbesondere unter den Bedingungen in Deutschland. Aber immerhin, es könnte eine 4. Säule sein. So wird in dieser alternden Gesellschaft das zukünftige Altersversorgungssystem auf 4 Säulen in meinen Augen ruhen müssen. Ein letzter Punkt, den ich ergreifen möchte, der auch auf Bitte der Veranstalter eine Rolle spielen soll und der anknüpft an den Euro, ist die Fragestellung, wie sich in dem globalen Zusammenhang Währungen entwickeln. Unbenommen der jetzigen Krise von Euro-Ländern, nicht des Euro, von Euro-Ländern, bin ich mir ziemlich sicher, dass bei einer Überwindung dieser Schwierigkeiten, die ich für notwendig erachte und für möglich erachte, der Euro in der Perspektive der nächsten 10, 15, 20 Jahre zu den wahrscheinlich 3 Leitwährungen dieser Welt zu zählen ist. Der Dollar wird es bleiben, mit abnehmender Bedeutung, aber nach wie vor einer dominanten Rolle. Der Euro ist jetzt bereits an 2. Stelle und er wird diese Position halten können. Der Yen wird in meinen Augen an Bedeutung eher verlieren, aber vielleicht noch dazu zählen. Und in der Tat, der Yuan oder Renminbi wird folgen, insbesondere dann, wenn auch mit Blick auf die interne Situation in China, Stichwort Inflationsbekämpfung, Klammer zu, die Chinesen dazu übergehen, vielleicht schrittweise die Bandbreite, die Schwankungsbandbreite ihrer Währung zu erhöhen und eines Tages vielleicht sogar die vollständige Konvertibilität einführen. Das heißt, ich sehe den Euro als eine der Leitwährungen prinzipiell nicht in Frage gestellt. Ich füge hinzu, bezogen auf die jetzige Situation, dass unter maßgeblicher Mitwirkung von Deutschland und Frankreich die jetzigen krisenhaften Zuspitzungen in einigen Euro-Ländern überwunden werden müssen, und bedauere, dass die europäischen Ratssitzungen bisher nur Zeit gewonnen haben und keine fundamentale, umfassende Lösung gefunden haben. Ich sage voraus, dass noch in diesem Jahr die Frage der Umschuldung von einzelnen Euro-Ländern auf die Tagesordnung geraten wird. Unabweisbar. Und dass es dabei sowohl ein Bailout geben wird mit Blick auf einzelne Staaten, wie auch mit Blick auf einzelne Gläubige. Richten Sie sich darauf ein. In der Gefahr, die Zeit etwas zu überdehnen, will ich in dem Zusammenhang wieder in einem Exkurs hinzufügen: Unterschätzen Sie oder konzentrieren Sie sich nicht nur auf die ökonomischen Begleiterscheinungen, die wir in den verschiedenen Mutationen dieser Krise erlebt haben, sondern ich möchte Sie gewinnen, dafür den Blick auch auf die legitimatorischen Probleme zu stellen, die mit dieser Krise verbunden sind. Das erste legitimatorische Problem resultiert daraus, dass viele Menschen, jedenfalls außerhalb dieses Saals, the ordinary people, mir die Frage stellen oder der Politik die Frage stellen: Du hast 500 Milliarden für die Banken in Deutschland. 500 Milliarden, um die zu stabilisieren. Da wird kein Unterschied zwischen Garantien, Kapitalinjektion, Bilanzbereinigung bis hin zur Abwicklungsanstalten, also Bad Banks, betrieben, sondern es wird in den Raum gestellt: Du hast 500 Milliarden für die Banken. Was hast du an Mitteln, um den maroden Zustand der Schule meiner Kinder zu beseitigen?
Warum hast du nicht 5 € für Hartz-IV-Regelsätze? Warum kommt die Umgehungsstraße nicht, auf die ich warte, unter der Lärmbelästigung seit 10 Jahren? Warum hast du kein Geld, um die Schlaglöcher in den Straßen zu beseitigen? Warum hast du kein Geld für jegliche öffentliche Infrastruktur? Aber du hast 500 Milliarden für die Banken und nach dem zweiten Glas Wein heißt es 500 Milliarden für die Banker. Sie sind auf der richtigen Spur, das spielt eine Rolle. Die zweite legitimatorische Frage lautet, ich sagte schon vorhin im Gespräch mit Mr. Broderick und Herrn Schwicht, who pays the check? Wer zahlt? Und die ehrliche Antwort lautet bisher, Sie. Sie alle hier als kleine, völlig überlastete Steuerzahler. Sie zahlen. Der Bankensektor nicht. Tut mir leid, der Bankensektor bisher an einer einzigen Stelle. Die Gläubiger nicht. Weder nach der deutschen Bankenabschirmung, den 500 Milliarden, da liegen die Risiken alle ausschließlich beim Fiskus, bei den öffentlichen Händen und damit, wer steht dahinter, bei den Steuerzahlern. Und im Fall der bisherigen Griechenland- und Euro-Abschirmung stehen auch nicht die Gläubiger zur Debatte, obwohl wir doch sonst in den Sonntagsreden immer von der Gläubigerhaftung reden, aber von Montag bis Freitag gilt das nicht, sind es auch die Steuerzahler. Und die dritte legitimatorische Frage lautet, wer hat das Heft des Handels in der Hand. Bei wem liegt der Primat? Bei völlig entgrenzten anonymen Märkten oder bei möglichst demokratisch legitimierten Institutionen, die über unsere Lebens- und Arbeitsverhältnisse bestimmen? Das sind die drei legitimatorischen Fragen, die diese Krise, wie ich glaube, zu mehr als einer Wirtschaftskrise machen, sondern auch zu einer Zäsur. Und wenn diese drei legitimatorischen Fragen nicht richtig beantwortet werden, dann werden Sie eine Erschütterung, jedenfalls eine Infragestellung dieses Systems der sozialen Marktwirtschaft oder unseres gesellschaftlichen Ordnungssystems erleben. Dieses System wird im Augenblick nicht gefährdet von irgendwelchen Spinnern an den linken und rechten Ausfransungen, obwohl wir manche rechtspopulistischen Entwicklungen in Europa wirklich zu schaffen machen. Nein, dieses System wird am ehesten in Frage gestellt von seinen eigenen Protagonisten. Den Protagonisten, die Maß und Mitte verloren haben. Den Protagonisten, die Fairnessgebote nicht beachten. Den Protagonisten, die keinen Sinn für Balance haben. Diejenigen, die in einer Art Bereicherungsmentalität sind. Das heißt, in Wertschätzung funktionsfähiger und stabiler Finanzmärkte, die von einer entscheidenden Bedeutung sind, damit dieses Wirtschaftssystem nicht kollabiert, muss Ihre Branche, egal ob Investmentbanker oder Commercial Banker oder das, was die Amerikaner Bank Holding Company nennen, egal wo Sie sitzen in diesem Finanzsektor, Ihr ureigenes Interesse sein, zukünftig exzessive Entwicklungen zu vermeiden, die die legitimatorischen Grundlagen dieses Systems der sozialen Marktwirtschaft in Frage stellen können. So, ich bin bei Minute 31. Ich will deshalb abschließend mit eher einem Hinweis auf meine eigene Berufsklasse. Ich habe eine ziemlich klare Vorstellung, wie ich vorhin schon sagte, dass Sie gelegentlich über die Fähigkeiten, über die Qualität der politischen Klasse und ihrer Entscheidungen sich die Haare raufen. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass es eine Reihe von Fehlentwicklungen, Unterlassungen oder auch Fehlentscheidungen gibt. Wer bin ich? Aber wofür ich plädieren möchte, ist, dass Ihre berechtigte Kritik an der Politik nicht in eine Verachtung überspringt, auch nicht in eine Verachtung der Parteiendemokratie. Ich weiß, dass Ihnen der Parteifunktionärstyp zuwider ist und er wird auch nie wieder reüssieren. Ich weiß, dass der Auswahl- und Förderungsprozess von Politikern in den einzelnen Parteien gestört ist. Am ehesten werden diejenigen nach oben in Mandate und Funktionen gebracht, die den jeweiligen parteiverträglichen Kodex am besten singen können. Und diejenigen werden mit Liebesentzug bestraft, die das nicht können. Aber noch einmal, diese Kritik, diese Distanz, die Sie haben, sollte nicht überspringen in eine Verachtung. Das hatten wir in Deutschland übrigens schon mal. In der Weimarer Zeit. Und das Ergebnis ist Adolf Nazi gewesen. Das heißt, wenn Sie mit dieser Parteiendemokratie gelegentlich hadern, stelle ich Ihnen die Frage, wer, wenn denn nicht demokratisch organisierte Parteien, sollen zu legitimierten Mehrheitsentscheidungen in einer Gesellschaft wieder unseren beitragen. Wer denn? Ihre Fernsehbedienung? Nach dem Motto auf die Lösung A drücken Sie bitte Taste 5. Talkshows?
Lobbys, Verbände, ein Ältestenrat, wer denn sonst? So, deshalb bei aller Kritik, die es gibt, obwohl Sie in Ihrer anderen Zeitökonomie, in Ihrer Branche auch sich gelegentlich wundern darüber, wie langsam die Mühlen drehen in einem parlamentarischen System, ist meine dringende Bitte, ist mein Plädoyer, diese Distanz nicht unüberwindlich werden zu lassen, trotz des laufenden Ansehens und Vertrauensverlustes, den Politik hat. Anders ausgedrückt, für all diejenigen von Ihnen, die sich für so schlau halten, dass sie mit der Politik nichts zu tun haben wollen, dass sie sich auch nicht einmischen, sie müssen ja nicht gleich in Parteien eintreten, gegebenenfalls sich sogar für so klug halten, dass sie nicht wählen gehen, nach dem Motto, die bestrafe ich alle. Die werden wahrscheinlich anschließend von Leuten regiert, die dümmer sind als sie. Und das sollte Ihnen nicht passieren. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, da können wir nur vielen Dank sagen an Peer Steinbrück für ein sehr beeindruckendes Referat. Sie sehen, die Bühne hat sich mittlerweile, haben wir Zuwachs bekommen hier. Ich darf kurz vorstellen für die weitere Diskussion. Aus London angereist, wie ich hörte, über Genf und Frankfurt. Einmal Richard Titherington, er ist Chief Investment Officer und Head of Emerging Market Equity Team bei JP Morgan Asset Management. Und Pierre-Yves Barrault, Managing Director und Head of Emerging Markets Debt Team bei JP Morgan Asset Management. Und wenn Sie einverstanden sind, werde ich jetzt ins Englische überwechseln, denn die weitere Diskussion würden wir auf Englisch führen. Sie können gerne über die Kopfhörer, die ausgelegt worden sind, die Simultanübersetzung verfolgen. Ladies and gentlemen, we just heard in the presentation from Mr. Steinbrück that emerging markets will become an even more important driver for the future development of the global economy. Many investors have anticipated that shift in the last couple of years by investing a larger share of their assets into emerging markets. At the same time, many investors still consider these countries in a classical export-oriented way, producing cheap products for the Western world. That leads me to a first question for Richard Titherington. What are the main drivers for the boom in emerging markets? Is it fair to say that a transformation in the social and economic conditions were also crucial for the boom in emerging markets? Well, I think the starting point is to understand that the world is no longer just about the West. What has changed, in my view, in the last 20 years is really all about globalization. And I think there are two key drivers behind that. The first one, and probably the most important one, is freedom. The world before 1989 was dominated by dictatorships of one form or another. Since then, you've seen the opening of China, the collapse of the Soviet Empire, the collapse of military rule in most of South America, Africa, and many parts of Asia. And that structural change creates the conditions for a huge increase in global trade and economic activity. And without that freedom, you can't have the exchange of ideas, the exchange of capital, the exchange of trade that has happened in the last 20 years. And underlying that, I think the other key phenomena is urbanization. The population of Europe is 98% urban. The population of the rest of the world is still, today, 75% rural.
every 10 years, 350 million people move from the countryside to the city. And by doing so, they start the journey that our grandparents began 75, 100 years ago. And that stimulates domestic consumption. So I think really the transformation is not about cheap manufacturers coming to the West. It's about domestic consumption and about the 90% of the world's population that do not have our standard of living starting on the same journey that we started on a long time ago. A short additional question. Which countries would you say are model economies and which ones are just starting now to gain momentum? Well, I think when you think about models, you're really thinking about who started the process first. And I think clearly some of the countries in East Asia, Korea is probably the most advanced. Certainly, we're all familiar with Samsung and Hyundai as global companies today. I think Korea and Taiwan began the transformation. But today, most countries around the world are moving in that direction. We talk a lot about countries like North Korea because they're so strange. Everywhere else, whether you're talking about Central Asia, or you're talking about South America, or most recently you're talking about Africa, you see them all following this same path, I think. In that context, Pierre-Yves Barrault, let's take the recent financial crisis as an example. Many investors would have thought that emerging markets react more severely on the global economic downturn and the turbulences in the Western world. We saw in 2007, 2008. Why was it different that time? Have emerging markets learned their lessons from the Asian and the Russian crisis in the late 1990s? Yeah, it's true. I mean, we've seen emerging market doing quite well during this phase of 07, 08, and this famous crisis that we had. And I think if we look at backwards 30 years, in fact, we had emerging market having this crisis in the 80s, excessive debt creation in the 80s. That was really the recipe of emerging countries at that time, and then the 90s were the time of the Brady bonds, you know, those famous restructuring that people are talking about for Greece now. So Brady bonds, reducing the level of debt was the 90s solution for the problem of excessive debt to emerging countries. And then the 2000 years were the years of adjustment implemented by the IMF or forced by the IMF, a bit what we are seeing also for Europe these days. And finally, we've seen also countries embracing a floating exchange rate regime for the currencies, which has been also one of the strengths of emerging countries during this last phase. And I think one of the big lessons of that phase for emerging countries is that they have been very disciplined on the monetary side and very disciplined on the fiscal side. And this discipline has paid off. And that's one of the good and very strong lessons for emerging countries. At a time where most of those countries will be tested on the inflation side, I suspect we will come back to that. Inflation is pressuring emerging countries. The fact that they have been disciplined on monetary, on the fiscal, and it worked very well for them, I think that this will incentivize them to be also very disciplined on the inflation and fighting inflation. And that's what we start to see. We see pretty much every day emerging market countries now hiking rates. At a time where the West is not doing anything, emerging countries are hiking rates as a way to fight inflation. So I would say that's the good news out of emerging countries, is that they are getting much more disciplined, and much more disciplined than they were in the past. Doesn't mean that the risk will disappear out of EM countries, but at least we are seeing policymakers that are much more on board, much more disciplined in their monetary, fiscal, and inflation policy. Mm-hmm. I would like to come back to the notion of risk afterwards, but first a question to Peer Steinbrück. In the current economic development, a country like Germany
seems to behave rather well, especially in comparison with other European countries. But as we are talking about growing dynamics in the emerging markets, what can policy and politicians do to back up or to ensure the competitive situation of a country like Germany in such an environment? Well, I can remember that British newspapers and economic magazines reported at the beginning of the first decade of this century Germany as the insane man in Central Europe, in a sort of an analogy to the insane man along the Bosporus at the beginning of the 20th century. And can you hear me? And now, 8 or 9 years later, the same newspapers and magazines, well, they are talking about the powerhouse and the economic engine, which means Germany. So something changed. And indeed, I would like to emphasize again that we succeeded in implementing some structural reforms, not only the Agenda 2010. We reformed the labor market, we improved the competitiveness. I think we could hold our industrial basis, which is still contributing to, well, by 25-26% to our GDP. For example, the comparable figure of the UK is 12-13%. United States, very familiar. So I think we succeeded to a wide extent to reform this Germany. But nevertheless, I think there are some difficulties or deficits. I think, first of all, it's our education system. We have to launch reforms in our education system. We have to support small and medium-sized company. I think the venture capital and seed capital is not enough to support young and innovative companies. I think we have to improve our infrastructure. I think our competitiveness is not as dependent by our taxation system as many people quote, because we launched some tax reforms too and improved, in particular, the corporate taxes in Germany, so that the tax burdens of our business sector is very much in the average of the OECD states in the meantime. But I think the key or the cornerstone is research and development, the support of young, innovative companies, and in particular the education system, which is hard to undertake because in my eyes, the German federalism is in the meantime the most or the severest obstacle to reform our education system in Germany. I would like to come back to the question of currency you mentioned in your presentation. Pierre, the ratings of emerging markets countries have enormously improved in the last couple of years. At the same time, many investors are expecting a huge currency appreciation in these markets. Asset managers have therefore launched mutual funds in local currency emerging market bonds. What would you say are the main arguments for investing in such funds? Yeah, first on the rating side, we do expect emerging countries on average to continue to upgrade and to going to go for more upgrades than downgrades. On average, all the three sectors that we invest in emerging market are already investment grade. The local market in particular that you mentioned is already single A minus, and we do expect from our models that rating to continue to improve. And you're right, the main rationale right now to invest in local markets, particularly at this phase of the cycle where there is inflation pressure, pressure on the interest rate of emerging markets, the right choice right now is currencies. And we do like currencies across emerging markets for two main reasons. The first one is capital flows. A lot of capital will continue to fly and flow into emerging markets. The reason is that those countries need to invest in infrastructure, and they need to invest across those companies. I mean, there is high growth, so need for financing of that growth, and need for the financing of infrastructure. And at a time where growth will be constrained in the West because of this debt overhang, people and investors like you guys will go into emerging markets to capture that growth. So a lot of flow will go into emerging markets, and that will put normal pressure on currency to appreciate. Obviously, certain countries will fight this appreciation. We've seen Montegard of Brazil, Chile, putting in place some different tools to fight that. But overall, currency should appreciate just for the reason that currency are too cheap. As we know, for the past 20 years,
the model of growth of an emerging market has been based on exports. So emerging countries tend to subsidize their currency as a way to boost exports. But the interesting phenomenon over the past few years is that emerging countries have decided, a bit like the German model, to rebalance the growth and to be less dependent on export and to boost domestic demand. The Chinese have decided to increase wages over the next five years by 100%. I was in Brazil last week, and same policy. They want to boost domestic demand. What does it mean? It means that the income of the population will increase. It means that we will have productivity gain out of emerging markets. And we know that productivity gain tend to be the base of currency appreciation. So currency appreciation will happen in emerging markets over the long run based on capital flows, investment, and the fact that productivity gains will enable those countries to let the currency appreciating. As we are running out of time, we have only a few minutes. I would like to ask you a last question into the whole discussion round. We are all wondering which return you expect for your asset class. That's more to Richard Titherington and Pierre-Yves Barrault, but also a question to Per Steinbrück. Where do you see the biggest opportunities on the one hand, and at the same time, where are the biggest risks, not only for an investor? So perhaps... First, I think maybe one of the key word for emerging market is transformation. We are seeing a big transformation across emerging market. It's a very fast acceleration of economic growth and a very fast convergence on economic growth. But at the same time, there will be some hurdle down the line, particularly on the political side. And that's what we see in Tunisia. And a lot of things are happening on the economic front, but the population tend to be impatient on the political front. So we will see regularly this type of event out of emerging market. We remain an asset class with a certain degree of risk. So we've got to keep that in mind as an investor. However, there is this growth to be captured, and there is this convergence to be captured. We see that through Brazil, through China. The convergence is really in front of us. So that's what we want to capture as an investor. Regarding the return over the next five years, we do expect local markets, so the local bonds in local currencies, to continue to dominate the expected return league. And we do expect the double-digit return over the next 5 years, coming from the carry, around 7-7.5%, coming from a bit of FX appreciation, as I was talking about, and coming from the fact that the risk premium attached to emerging market, which tend to be really fat still, will compress. Because again, as I said at the beginning, monetary and fiscal have been really a good achievement, but now emerging markets have to be tested on the inflation response. If they do well, as I would expect so, this risk premium will compress, and that will give you the 10-11% of average return that I will expect over the next 5 years. And I will stop with external debt, so the debt in dollar. I will expect a bit less here, 5-6%. The main reason being spread should compress, but in front of us, we should have some kind of a normalization of the interest rate policies out of the West, in Germany and the US. So the bund and the treasury should increase and hit back part of the return that we may have out of external debt. So that's why 5-6% will be our target over the next 5 years on the dollar debt out of emerging countries. On the other hand, people are not, since yesterday, talking about a bubble in the Chinese equity market, for example. What is, in your view, the risk that you are running as a head of emerging market equity team? Well, I was just thinking, as an equity investor, I'm always less precise than my bond colleagues, so I'm not going to give you a number, but I think that the next 20 years will look very much like the last 20 years. In emerging markets, you have higher growth, higher volatility, higher risk, and consequently, higher returns. What you cannot have is higher returns without taking higher risk. Emerging countries, whether we talk about China or we talk about Tunisia,
are less stable than the developed world. So therefore, your risks as an investor are higher, but I don't see why you won't be rewarded for that risk by higher return. But you have to remember that you're taking a bigger risk. So that's how I say it. I certainly don't think we're in a bubble today. You would not say that's a bubble? No, I disagree with Alan Greenspan once said that you don't know you're in a bubble until afterwards. I think that's wrong. You do. You know when prices are ridiculous. Mm-hmm. We knew the internet was a bubble. The Dutch knew that tulips were a bubble 300 years ago. Prices are not ridiculous today. Perhaps the last word, Per Steinbrück, the biggest risks that you see? Well, I'm not an asset manager, otherwise I would earn much more money. concerning my own asset class, well, I would be very content with a return of 4 or 5%. I would invest for the time being only in a very short-term view because I'm expecting increasing interest rates. So I would like to transform my asset class perhaps in 2 or 3 years. The highest risk, well, in my eyes, it's the huge amount of liquidity which is pumped by the central banks worldwide, in particular the Federal Reserve Bank. And this huge amount of liquidity will cause, in my eyes, an inflation development, in particular if the worldwide economy will be in a good shape again. So I see the high risk of an higher inflation, and well, that means that perhaps the interest rates have to be increased more than everybody expects just right now to combat this inflation. Gentlemen, thank you very much for a good discussion we had. Thank you.